Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fritztech-Reihe, wo wir uns die Zugangstechnologien angucken wollen. Und wir fangen heute mit DSL an. Internet über die gute alte Telefonleitung, immer noch der weit verbreitetste Zugang in Deutschland. Wie kam es dazu? Was machen wir bei DSL? Wie funktioniert das? Wir nutzen ja die alte Telefonleitung. Das war damals total gut, weil Telefon hatte praktisch jeder, die Leitungen lagen. Das wurde zentral von der Post, später dann Telekom ausgebaut, also auch über die gleichen Anschlüsse. Wunderbare Voraussetzungen. Aber wie war es eigentlich möglich, über die Telefonleitung auf einmal so hohe Daten zu übertragen und wo stoßt man dann auch an Grenzen? Wer ein bisschen länger dabei ist, erinnert sich vielleicht noch, früher fing das ja an mit dem Telefon mit Akustikkoppler. Also hat man wirklich seinen Telefonhörer, in dem man sonst so reingesprochen hat, auf so ein Ding raufgesteckt und dann wurden Töne übertragen und dadurch Daten übermittelt. Die bessere Version davon war dann das Modem, das Analogmodem, was ja immerhin 56 Kilobit pro Sekunde, also wir sind noch weit von Megabit entfernt, über die Telefonleitung übertragen konnte. Und der richtig große Schritt, dass wir dann auch vor allem parallel zum Telefonieren Daten übertragen konnten, das kam mit DSL. Denn beim Modem war es ja noch so, wenn ihr das Modem genutzt habt, wer es noch weiß, der kennt den Ärger damals, wenn das Modem lief, konnte man nicht telefonieren, weil dann war die Leitung ja praktisch belegt. DSL ist einen anderen Weg gegangen. DSL steht erstmal ganz allgemein für Digital Subscriber Line, also eine digitale Anschlussleitung und ist ein Sammelbegriff für mehrere Zugangstechnologien, also ADSL, VDSL, SDSL, gibt es verschiedene, die darunter subsumiert werden. Der erste Schritt war ja ADSL, das asymmetrische DSL. Asymmetrisch kennt ihr, hohe Downloadgeschwindigkeit, geringe Uploadgeschwindigkeit. Wie konnten wir das machen? Wie konnten wir es für die Telefonleitung nutzen? Und der Trick ist, wie so oft, das Frequenzband. Ihr kennt vielleicht unseren Fritztech zum Thema WLAN, da haben wir viel über Frequenzband und die Bandbreite geredet. Ganz allgemein kann man ja sagen, wenn man eine bestimmte Menge an Daten übertragen will, braucht man dafür eine bestimmte Breite auf dem Frequenzspektrum. Deswegen ja auch Bandbreite. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr euch ein paar Boxen kauft oder einen Kopfhörer, das sind ja auch meistens 20 bis 20.000 Hertz, soll das möglichst wiedergeben können, damit ihr wirklich den gesamten Musikumfang hören könnt. Also 20.000 hört man in der Regel gar nicht mehr, ich glaube bei mir hört es bei 10.000 auf, aber dass wir wirklich alle Informationen bekommen. Denn wenn das Band zu schmal ist, dann hört sich die Musik nicht mehr gut an, dann kommen nicht mehr alle Informationen an. So als auch bei DSL hat man gesagt, okay, wenn wir jetzt mehr Daten übertragen wollen, brauchen wir ein breiteres Frequenzband. Und wir nehmen nicht das, was ja schon für Telefonie genutzt wird, das haben wir die Modems gemacht, die haben das Telefonfrequenzband genutzt, um halt da ihre Daten zu übertragen. Wir nehmen ein Frequenzband, was da drüber liegt, ein breiteres und was getrennt ist von der Telefonie. Und deswegen kennt ihr sicherlich noch, gab es ja am Anfang auch diese Splitter. Denn wir hatten ja diese Telefonanschlussdose, das war das, was jeder so zu Hause hatte. Da steckte dann im einfachsten Fall das Telefon drin. Und dann kam auf einmal dieser Splitter dazu. Und der Splitter diente genau dafür, diese beiden Frequenzbereiche zu trennen. Im unteren Frequenzbereich Telefonie, dass sie nicht gestört wird, und darüber DSL. Und dann konntet ihr also an diesen Splitter wiederum euer Telefon anschließen. Und hier unten war dann der Anschluss für das DSL-Kabel, für DSL-Modem oder natürlich die Fritzbox. Und deswegen hatten wir auch anfangs noch diese Kombikabel mit dabei, denn in der Fritzbox gab es in der Regel immer nur einen Anschluss und das war dann einfach nur so ein Y-Kabel, man sieht das hier, wo dann das Kabel, was in der Fritzbox steckte, aufgetrennt wurde in DSL, das kam dann in den Splitter rein und Telefonie, in dem Fall ISDN, ist dann direkt in NTBA gegangen. Bei Analogtelefonie kam dann noch entsprechender Adapter drauf, um das wieder hier reinzukriegen. Und da kommt schon auch ein Grund, warum wir in Deutschland oder warum es generell mehrere DSL-Varianten gibt. In Deutschland haben wir in der Regel nur eine. Denn es gibt nicht nur verschiedene DSL-Varianten wie ADSL und VDSL. Es gibt auch noch verschiedene Spielarten innerhalb von diesen Zugangsarten. Und in der Regel werden die in einem Annex beschrieben. Und bei ADSL gibt es zwei ganz wichtige Annexe, nämlich Annex A und Annex B. Denn wir haben ja in Deutschland nicht nur Analogtelefonie gehabt, muss man jetzt ja sagen, sondern auch ISDN. Und ISDN war ja schon ein bisschen mehr als analog, mehrere Sprachkanäle, höhere Datenraten und hat auch einen größeren Frequenzbereich benötigt. Also Analogtelefonie ging so bis 3,4 kHz, DSL ging bis 120 kHz. Und deswegen gab es auch zwei ADSL-Varianten, nämlich eine, die überhalb von Analogtelefonie angefangen hat. Das war dann der Annex A. Und eine, die oberhalb von ISDN angefangen hat. Die musste natürlich ein bisschen höher, weil ISDN ja schon mehr Frequenzen benutzt hat. Und das war dann der Annex B.
Weltweit gesehen haben wir also Annex A und Annex B. In Deutschland wiederum haben wir in der Regel nur Annex B, weil die Telekom, war ja damals der alleinige Ausbauer, gesagt hat, nein, wir wollen ja überall ISDN haben. Und deswegen machen wir von vornherein ADSL nur Annex B, damit wir jederzeit ISDN dazuschalten können, ohne dass es Probleme gibt. Aber deswegen, was ihr schon mal gehört habt, Annex A, Annex B, es gibt auch noch Annex J, Annex M, also es gibt verschiedene Annexe, wie gesagt, die verschiedene Technologien beschreiben, die innerhalb von ADSL, von DSL dann umgesetzt werden. Inzwischen brauchen wir das ja alles nicht mehr, weil die Festnetztelefonie, die wurde jetzt ja komplett abgeschafft. Das heißt, wir können also auch das gesamte Frequenzspektrum für DSL nutzen und brauchen also diesen Splitter nicht mehr, sondern gehen jetzt ja direkt mit dem DSL-Kabel. Und deswegen hat das DSL-Kabel ja dann auch entsprechend diesen guten alten Telefonstecker hier dran, zumindest für Deutschland, gehen direkt mit dem DSL-Kabel in die im Zweifel Asbach-uralte Telefondose und können hohe Geschwindigkeiten im Internet damit erzielen. Prima Sache, wir haben also einfach einen höheren Frequenzbereich genutzt, aber das Ganze hat einen Haken. Denn das Telefonnetz wurde ja gebaut für Schmalbandkommunikation, Sprachübertragung, und ist demzufolge rein physikalisch nicht darauf ausgelegt, diese hohen Datenraten, diese hohen Frequenzen zu übertragen. Denn wir reden hier von zwei Kupferadern. Also es sind wirklich zwei Kupferadern, die in der Erde verbuddelt sind. Zwei Kupferadern, die in diesem Kabel drin stecken. Wenn ihr euch das mal hier anguckt bei diesem RJ45-Stecker, bei einem LAN-Kabel sind ja da in der Regel 8 Pins belegt. Beim DSL-Kabel sind es wirklich nur 2, weil das Signal kommt über genau 2 Kupferadern. Und da stoßen wir an Grenzen. 2 Adern, nicht geschirmt, nicht die optimale Voraussetzung für hohe Datenübertragung. Und das habt ihr sicherlich auch schon mal gemerkt, DSL-Tarife sind generell immer nur Bis-zu-Tarife, denn das, was möglich ist, ist, wenn ihr halt optimale Voraussetzungen habt. Aber je länger die Leitung wird, der Leitungsweg wird, je mehr Störeinflüsse es gibt, und wir reden wie gesagt von einem nicht geschirmten Kabel, da gibt es Störeinflüsse, desto geringer wird die effektive Bandbreite. Und da stößt DSL dann auch an Grenzen. Denn 1996 kam ADSL. Also wir haben einen Frequenzbereich oberhalb von Telefonie genutzt. Das ging dann bis zu 1 Kilohertz. 1000 Kilohertz, also 1 Megahertz. Dann kam ja irgendwann 2006 VDSL, Very High Speed DSL. Da haben wir schon mal einen größeren Frequenzbereich genutzt. Dann kam Vectoring, dann kam Super Vectoring, inzwischen mit dem Profil 35B. Da nutzen wir 35.000 Kilohertz, also 35 Megahertz Bandbreite. Also deutlich, deutlich mehr als noch bei ADSL, aber eben auf einen immer kürzeren Weg. Und das können wir uns auch ganz wunderbar angucken, denn wir haben ja in der Fritzbox dafür diesen DSL-Monitor, diese DSL-Ansicht. Und da gucken wir mal rein, um das mal ein bisschen in die Praxis umzusetzen. Ich gehe einfach mal auf Internet, Online-Monitor, und dann sehe ich ja erstmal, dass ich hier mit DSL verbunden bin. 100 Megabit im Downstream, 15 Megabit im Upstream. So weit, so gut. Wenn ich jetzt auf die DSL-Information klicke, dann kriege ich hier schon mal ein paar genauere Informationen. Also ich sehe auch nochmal die Geschwindigkeiten und ich sehe, klar, DSL ist aktiv, Verbindungstyp VDSL 2 17A. VDSL 2, also es gibt auch VDSL 1, das ist aber nie wirklich umgesetzt worden. Wir sind in Deutschland direkt mit VDSL 2 dann an den Start gegangen, was so 2006 kam. Und 17A, das beschreibt dieses Profil. Denn bei ADSL, da war das noch festgeschrieben, wie das übertragen wird. Bei VDSL gab es dann auf einmal verschiedene Profile, die festlegen, welcher Bereich jetzt wo für Upload und welcher für Download genutzt wird. Können wir auch mal ganz kurz reingucken, wenn ihr in das Spektrum reinschaut. Da seht ihr ja genau, wie das aufgeteilt ist. Und da sieht man, aha, es gibt also Download-Bereiche und Upload-Bereiche. Und welcher Frequenzbereich genutzt wird und wie der aufgeteilt wird, das ist genau in diesen Profilen definiert. Braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, weil wir erkennen das ja bei der Aushandlung automatisch. Die Fritzbox unterstützt alle gängigen, wichtigen Verfahren, die hier in Deutschland weltweit zum Einsatz kommen, wo wir die Fritzbox einsetzen. Ihr steckt einfach ein Kabel, das geht von alleine, der Sync ist da und das funktioniert. Aber ihr kriegt die Info, aha, es ist also ein VDSL2-Anschluss, Profil 17A, was entsprechend dann ITU G993.2 entspricht. Das ist der Standard. Bleiben wir nochmal beim Spektrum, oder gehen wir zurück zum Spektrum. Denn hier sehen wir jetzt also, hier unten auch nochmal, jawohl, wir nutzen hier bis 17.000 Kilohertz, also 17 Megahertz. Und hier oben ist ganz spannend, da haben wir dieses Signal-Rausch-Verhältnis. Und das ist halt genau das, wie viel Signal kommt im Verhältnis zum Rauschen an. Also sprich, wenn diese Kurve zu weit runter geht,
dann haben wir immer mehr Rauschen im Verhältnis zum Signal, bis wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir können das jetzt nicht mehr differenzieren. Man spricht ja dann auch von diesem Signalrauschabstand. Das sehen wir hier in der Statistik. Das ist dann diese Störabstandsmarge. Und die wird auch hier mal angezeigt über einen Verlauf von mehreren Stunden, wo ihr gucken könnt, ob es da vielleicht mal Schwankungen gab. Ich will jetzt nicht reingehen, was da gute Werte sind, was schlechte, weil das hängt ab von dem Standard, den ihr verwendet. Da spielen so viele Sachen rein. Guckt da gerne im Internet, da findet ihr viele Quellen und könnt gucken, ob das für euren Anschluss dann was Passendes findet. Aber hier schon mal die wichtige Info, wir sehen, dass es zumindest ein relativ konstanter Abstand ist, was schon mal zeigt, unsere Leitung ist stabil. Also so, wie sie hier funktioniert, funktioniert sie scheinbar die ganze Zeit. Was wir aber auch sehr schön sehen im Spektrum ist, und das ist typisch für diese hohen Frequenzen, dass hier nach unten die Kurve, die fällt nach hinten, bei den höheren Frequenzen fällt die ab. Also spiegelverkehrt müsste es jetzt ja so zeigen. Und das ist typisch, je höher die Frequenz ist, desto geringer ist in der Regel die Reichweite auf so einem ungeschirmten Kupferkabel oder generell auf einem Medium. Und das ist halt auch ein typischer Effekt, das habt ihr auch beim DSL-Ausbau mitgekriegt und vielleicht hängt ihr immer noch irgendwo an einem reinen ADSL mit 16 Megabit, während andere schon 250 Mbit nutzen, weil ihr halt dieses tolle neue VDSL Super Vectoring noch nicht bekommt. Denn bei ADSL, 1000 Kilohertz, da haben wir so eine Reichweite, hat man gesagt, Pi mal Daumen 5 Kilometer. Also von der Vermittlungsstelle, wo damals wirklich Telefonie vermittelt wurde, zu euch nach Hause, der Leitungsweg, der darf maximal 5 Kilometer lang sein. Beim neuen VDSL mit Super Vectoring, wo wir also nicht mal 17 MHz, sondern 35 MHz nutzen, plus natürlich noch ein Haufen neuer Verfahren, da reden wir von 500 Meter. Länger soll das Kabel nicht sein. Weiter als 500 Meter kommt das nicht. Und wir reden von einem guten Kabel, keine Störung, keine anderen negativen Einflüsse. Das heißt, die Vermittlungsstelle muss immer näher zu euch nach Hause gebaut werden, um den Leitungsweg kürzer zu machen. Das ist in der Stadt in der Regel schneller passiert als auf dem Land. Deswegen, aber auch in der Stadt passiert das manchmal. Mitten in Berlin gibt es Leute, die haben einen 16 Mbit Anschluss, weil da halt einfach nicht ausgebaut wurde. Das haben wir dann bei VDSL, habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, als das ausgebaut wurde. Ich glaube, früher waren so etwa so große Kästen auf der Straße, wo halt die Telefonieverteilung war. Auf einmal stehen da jetzt so eine Trümmer. Riesenkästen, meistens mit Werbung von Telekom oder irgendjemand anders drauf. Und da wurden tatsächlich diese Vermittlungsstellen, die Technologie, die SLAMs, das ist praktisch die Gegenstelle, mit der sich eure Fritzbox DSL-seitig beim Provider verbindet, die wurden wirklich zu euch rausgebracht, in diese großen Kästen reingebaut. Und die sind dann in der Regel über Glasfaser wiederum mit dem Backbone verbunden. Also es musste wirklich die Vermittlungsstellentechnik zu euch gebaut werden, das Netz musste ausgebaut werden, diese Kästen mussten aufgebaut werden, um die Leitungswege, diese letzte berühmte Meile, die gar keine Meile mehr sein darf, diese letzte Meile Kupfer immer kürzer zu machen, um diese hohen Geschwindigkeiten überhaupt zu ermöglichen. Hier haben wir es ja auch gesehen in der Übersicht. Bei mir, das wird hier auch gemessen, also wir nutzen da verschiedene Messverfahren, das ist Pi mal Daumen natürlich, nicht 100% genau, 86 Meter. Ist natürlich ein Traum, die Vermittlungsstelle 86 Meter weg, da kriege ich auf jeden Fall gute Datenraten rüber. Natürlich immer vorausgesetzt, dass nicht irgendwas anderes stört, weil jetzt kommen natürlich auch noch andere Einflüsse, dass nämlich diese ungeschirmten Kupferadern, die ja bei mir im Haus vielleicht verlaufen, bei uns in dem Fall hier im Büro, aber auch irgendwo in der Erde, anderen Störquellen ausgesetzt sind. Und eine ganz fiese Sache, die dann mich stört, sind die anderen Kupferleitungen. Denn bei DSL ist ja prinzipiell eine prima Sache, hat ja jeder seine eigene Leitung. Denn wir hatten ja früher auch alle eine eigene Telefonleitung, die nutzen wir jetzt für Internet. Schon mal gut, kein Shared Medium wie bei Kabel zum Beispiel. Ich habe wirklich meinen Anschluss nur für mich und kriege dann auch meine Geschwindigkeit für mich. Aber meine Kupferadern laufen ja dann irgendwo mit anderen Kupferadern zusammen, solchen Kabelbündeln. Das sind teilweise so eine Brocken, wo wirklich zig Kabel zusammen drin laufen. Jetzt erinnert euch an die alte Schulphysik. Vielleicht habt ihr noch irgendwas mit so einer Daumenregel in Erinnerung. Nämlich immer, wenn irgendwie Strom durch einen Leiter fließt, wird ein Feld erzeugt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn in so einem Kabelbündel ein paar hundert Kabel drin sind und überall laufen Signale durch und alle erzeugen irgendwelche Felder. Die stören sich gegenseitig. Das sogenannte Leitungsübersprechen, sprich das Signal, was durch eine Leitung geht, funkt, strahlt in die andere Leitung rein. Das ist auch ein großes Problem. Das wurde durch Vectoring, nicht komplett behoben, aber deutlich reduziert, wo wirklich geguckt wurde, okay, wir müssen die Signale, jedes einzelne Signal, vorher so anpassen, dass es zu möglichst wenig Störungen in diesem Kabelbündel kommt.
Vectoring, der erste Schritt, hat tatsächlich die Bandbreite verdoppelt von damals VDSL 50 Megabit auf VDSL mit Vectoring 100 Megabit. Musst du sowohl die Vermittlungsstelle können, als auch das Endgerät. Fritzboxen können seit ewigen Zeiten Vectoring, da wart auf der sicheren Seite. Super Vectoring, was ja heute Stand der Dinge ist, 250 Megabit, nutzt das auch. Plus eben noch ein paar andere Verbesserungen, plus einem größeren Frequenzband. Also, was wir gesagt haben, höhere Datenübertragung, weniger Störungen und deswegen also entsprechend die hohen Geschwindigkeiten. Aber was können wir nicht ändern bei der hohen Frequenz? Auf eine geringe Entfernung. Deswegen eine wichtige Voraussetzung, um also überhaupt diese hohen Geschwindigkeiten zu bekommen, ist, dass ihr möglichst an der Vermittlungsstelle dran seid. Wenn ihr hier irgendeinen sehr hohen Wert seht bei der Entfernung, dann wisst ihr schon mal, okay, DSL bis zu, bei mir kommt das einfach nicht mehr an. Das ist nicht, weil der Anbieter jetzt böse ist und mich drosselt. Es geht physikalisch einfach nicht. Es gibt ja theoretisch schon den nächsten Schritt, oder auch praktisch, nach VDSL Super Vectoring soll es ja weitergehen mit G.Fast. G.Fast, wieder ein neues Verfahren, was nochmal einen größeren Frequenzbereich nutzt, mit entsprechend noch geringeren Reichweiten, wird in Deutschland wahrscheinlich keine wirklich große Rolle mehr spielen, weil jetzt ja doch alle Anbieter gesagt haben, nee, komm, Kupferkabel haben wir jetzt echt ausgelutscht, wir setzen ab sofort auf den Glasfaserausbau. Aber es gibt ein paar Anbieter, die haben G.Fast im Einsatz und das ist dann wirklich so eine Inhouse-Verteilung. Der Klassiker ist Mietshaus, da gesagt haben, okay, wir gehen mit der Glasfaser bis ins Mietshaus rein. Aber von da geht es dann wieder über die alten Telefonleitungen in die einzelnen Parteien und dann mit G.Fast. Sehr kurze Wege, hohe Geschwindigkeiten. Wir haben ja auch entsprechende Fritzbox im Einsatz, die G.Fast kann. Also selbst dafür haben wir eine Fritzbox, auch wenn G.Fast, wie gesagt, in der Masse keine Rolle spielt. Das könnt ihr also sehr schön auch wirklich in dem Spektrum sehen, wo ihr seht, ah, okay, wie stark fällt denn meine Kurve da ab? Und es kann auch sein, dass wirklich manchmal so richtig Bereiche fehlen oder einknicken in diesem Spektrum. Und das ist dann in der Regel eine Störung. Das heißt, da ist irgendwas anderes auf dem Leitungsweg, was einfach in dieses Kabel reinfunkt und dafür sorgt, dass in dem Bereich nicht übertragen werden kann. Denn das ist ganz cool bei DSL, das ist ja dieses Discrete Multitone-Verfahren. Das ist jetzt nicht eine Datenübertragung, sondern hier werden im Prinzip ganz viele Einzelverbindungen ausgehandelt, also Trägerfrequenzen. Und deswegen kann wirklich für jede Trägerfrequenz geguckt werden, wie sehr können wir die auslasten, wie viel Daten können wir übertragen und können es also dynamisch anpassen, dass wir wirklich also auch mit Störungen umgehen können und nicht sagen, oh, wir haben mittendrin eine Störung und deswegen geht jetzt gar nichts mehr. Dann wird dieser Bereich einfach nicht genutzt und dafür der Rest, der gut funktioniert. Das Ergebnis von all dem sehen wir dann ja auch hier bei den DSL-Informationen. Denn da gibt es so ein paar Datenraten noch. Da haben wir zum Beispiel die DSLAM-Datenrate Max. DSLAM, gerade schon erwähnt, das ist der Digital Subscriber Line Access Multiplexer, also da, wo mehrere Anschlüsse zusammenlaufen, also die Gegenstelle beim Anbieter, wo ihr euch hin verbindet. Und der gibt eine maximale Datenrate vor, je nach Ausbau. Da steckt ja auch irgendeine Hardware drin, die irgendwas kann. Und der sagt zum Beispiel, hey, ich kann hier 100 Mbit in Empfangsrichtung, also Download für mich, 15 Upload. Minimale Datenrate interessiert mich jetzt ja nicht wirklich. Aber jetzt sehe ich hier die Leitungskapazität. Das heißt, aufgrund all der Parameter, die wir ja mit der Box messen, erfassen, können wir sagen, gut, über diese Kupferleitung könnten wir mit dem aktuellen VDSL-Standard 100, hier sind es ungefähr 105 Megabit empfangen und 47 Mbit senden. Die aktuelle Datenrate liegt da natürlich drunter, weil klar, wenn der DSLAM von sich aus schon sagt, ja, ich kann aber nur 115, dann werde ich da keine 50 schicken können, das wird nicht klappen. Aber wir liegen also knapp unter der maximalen Datenrate, die die Vermittlungsgegenstelle in dem Fall überhaupt nur zulässt, nutzen also die Leitung wirklich voll aus. Das wird bei vielen von euch wahrscheinlich genau andersrum aussehen, dass der DSLAM theoretisch für höhere Geschwindigkeiten kann, aber die maximale Kapazität der Leitung darunter liegt. Und in der Regel ist dann die tatsächliche Datenrate auch nochmal die aktuelle unter diesem Maximum, weil in der Regel wird immer unter dem Maximum ausgehandelt, denn wenn ihr am Maximum seid, dann kann sehr schnell durch Schwankungen in der Leitung kann es passieren, dass die Verbindung dann auf einmal abbricht. Und das wollt ihr nicht, das wollen die Anbieter nicht, deswegen geht man dann da gerne ein bisschen drunter. Was natürlich auch sein kann, dass ihr hohe Datenraten beim DSLAM seht, eine wahnsinnig hohe Leitungskapazität habt, aber trotzdem nur mit 50 Mbit gesynkt seid. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ihr nur einen 50 Mbit Tarif gebucht habt. Weil dann werdet ihr einfach entweder wirklich in der Vermittlungsstelle gedrosselt, dass sie sagen, mehr als 50 geht nicht.
Manchmal wird auch mit voller Pulle gesynkt und dann wird auf der logischen Verbindung gedrosselt. Dass man dann, wenn die Daten fließen, dass der Anbieter sagt, okay, aber bei 50 setze ich einen Riegel, weil mehr bezahlt er ja nicht. Also da könnt ihr ganz gut gucken, ah, okay, was kann meine Vermittlungsgegenstelle, was für einen Standard habe ich eigentlich, was wäre denn praktisch möglich, was kriege ich aktuell und was ist da los? Und eben auch gerade nochmal in der Statistik kann man nochmal ganz schön gucken, sehe ich da, dass es vielleicht Schwankungen gibt? Das kann sein, wenn irgendwas ist, was mal stört, mal nicht, irgendeine Industrie vielleicht, die im Umfeld ist, wo Maschinen mal an sind oder nicht, dann würdet ihr auch sehen, warum eure Rate vielleicht schwankt, weil es mal mehr, mal weniger Störungen gibt. Es gibt zu diesem ganzen Thema Störsicherheit, da haben wir ja noch einen extra Reiter. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, dass ihr auch nochmal sagen könnt, okay, oder gerade gerne Absprache mit unserem Support, wenn es öfter mal zu Verbindungsabbrüchen kommt, dann ist das vielleicht nicht diese Leitung nicht ganz optimal ausgehandelt. In der Regel werden alle Leitungsparameter vom Anbieter vorgegeben. Das heißt, die Vermittlungsstelle sagt, ich mache das jetzt so und so und so mit dir. Aber wir haben hier die Möglichkeit, bestimmte Parameter anzupassen. Hier haben wir noch ein paar mehr. Im 49, das kann durchaus sein, dass wir es ein bisschen komprimiert haben. Aber da habt ihr die Möglichkeit, von diesem Punkt maximale Performance hin zur Richtung mehr Störsicherheit zu gehen. Da werden ein paar Parameter einfach anders ausgehandelt, die dazu führen, dass die Geschwindigkeit, die effektive, geringer wird, aber dafür das Ganze stabiler. Und wenn eine Verbindung oft abbricht, habt ihr auch nichts von, dann im Zweifel lieber einen Ticken langsamer, aber dafür stabil, allemal besser. Da hilft euch aber gerne unser Support. Also wenn ihr wirklich häufig Verbindungsabbrüche habt und mit dem Anbieter da nicht weiterkommt, dann gerne unseren Support kontaktieren. Dann können wir da mal gucken, was wir für Empfehlungen haben, was man da machen kann. Normalerweise müsst ihr nichts tun, geht alles automatisch. Wir haben übrigens auch zwei Frag Fritz, falls ihr nochmal mehr zu dem DSL-Monitor und diesen ganzen Thema Fehler hier unten erfahren wollt. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen, weil wir haben das schon recht ausführlich in zwei Frag Fritz-Folgen. Guckt euch die gerne nochmal an. Da gehen wir nochmal ganz genau auf diese Parameter ein und auch auf dieses ganze Thema, wie entstehen Fehler, was sind das für Fehler, was kann man da eventuell machen. Wir gehen nochmal zurück zu DSL, denn wir wollten ja gucken, wie funktioniert eigentlich DSL. Wir fassen also nochmal zusammen. Wir nutzen das gute alte Telefonnetz. Super Sache, praktisch hier eine Telefonleitung. Einheitliches Netz, damals zentral von der Post Telekom ausgebaut. Überall gleich, über die gleichen Stecker. Wunderbare Voraussetzungen. Und wir können wirklich hohe Datenraten über DSL erzielen. Stand der Technik heute, Super Vectoring bis 250 Megabit. Wenn die Vermittlungsstelle nah genug an euch daran ist und die Leitung eine ordentliche Qualität hat. Da ist dann aber auch langsam Ende der Fahnenstange. Ob da noch viel passieren wird, ist fraglich, denn wir kriegen es ja gerade alle mit. Die Anbieter sagen, nein, der nächste wirklich große Schritt ist dann die Glasfaser bis rein ins Haus, bis hin zur Fritzbox, wo nochmal ganz andere Datenraten möglich sind. Und auch wie Glasfaser funktioniert, werden wir uns natürlich noch in den Fritztech angucken. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Thema DSL habt, dann wie immer ab in die Kommentare, wir werden sie lesen und vielleicht auch noch einen Fragfritz beantworten. Und das wollt ihr nicht verpassen, also Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.